Herzlich willkommen, schönen Freitagabend. Da sind wir wieder mit Gerold Rudle, Monika Weinzettel, Omar Sarsam, Eva Marold und Herbert Steinböck. Wer kommt drauf, was das Sendungsthema ist? Ach, Kinder. Tierschutz. Welttierschutz. Was ist das? Was ist das? Ein Bär? Bär. Ein Bär. Was ist das? Ein Maus. Gut, jetzt kombiniert. Mausbär. Meerbau. Maus. Meerbautag. Bär wie Berlinale? Berlinale ist gut. Und Maus? Maus. Mausoleum. Wie? Mausfalle. Wie? Das zweite Berlinale Mausoleum. Wilde Maus? Wilde Maus. Ein Meilenstein für den österreichischen Film. Josef Haders Regiedebüt Wilde Maus läuft im Wettbewerb der Berlinale, die seit gestern wiederum läuft. Und für besonders gute Rateleistung gibt es Bären und Mäuse. Ist das schön? Wahnsinn, ja. Kreativ. Oh, das ist eine Sendung. Da kann man stolz sein, wenn man dabei ist. Du bist ja. Ich war mir sicher, wenn Berlinale dann Himbeere, weißt du, wegen Bär, weil dann hätte er das eh mehr gestimmt, aber es passt gut. Ne? Ja, passt gut. Ja, ja, ja. So, und Josef Haader mit dabei mit Wilde Maus, ganz toll für Josef Haader, weil eben Regie, Drehbuch plus Hauptrolle. Und da muss er halt springen zwischen diesen Rollen, ne? Und deswegen frage ich jetzt gleich, also, was ist ein Rollensprung? Das ist ein Rollensprung. Ein Rollensprung. Ein Rollensprung. Ein Rollensprung. Bei den Toilettenpapierrollen, dieses spiralige, das ist der Rollensprung. Wenn es leer ist. Genau, das ist eine Toilettenpapier, die Klopapierrolle, die leere ist, ja, aus einem Rhombus gefertigt. Ja. Du meinst, was machst du, wenn das Klopapier aus ist? Und dann, wenn das Klopapier aus ist, hat man immer viel Zeit. Hilfe! Danke. Oma, ja. Ja. Hast du dich vollkommen recht? Nein. Aber wo springt es dann? Oder was springt dann bei dieser Rolle? Jetzt musst du natürlich ein bisschen... Das ist natürlich deckend. Nein, es ist so. Es gibt noch, ich glaube, das hast du gemeint, Omar. Danke, Gerold. Es gibt doch so Gastro-Toiletten, ja, wo gleich so ein großer weißer Behälter ist und da unten ist ein Klopapierrollen und drüber liegen die Reserve. Ich hasse diese Dinger. Und ja, das ist jetzt aber wurscht. Das spielt jetzt doch keine Rolle. Nein. Du sprichst jeden Dienstag mit deinem Psychiater. nicht hier mit uns. Nein, das ist, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Das ist furchtbar. Naja, und da ist es doch... Bei mir geht es nie weiter. Entschuldigung. Ja, weil bei dir der Rollensprung nicht funktioniert. Ja. Weil in Wirklichkeit ist es so... Vollkommen richtig. Ja. Da funktioniert nicht. Ich habe das... Es war aus. Und ich habe dieses blöde Schnapperl nicht reingegangen. Das Ding, die neue Rolle. Ich stand wie ein Verdurstender in der Wüste vor einem geschlossenen Getränkeautomaten. Nein, du standest wie ein Angeschissener ohne Klopapier. Das ist schon was anderes. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ich habe es nur versucht, etwas feiner auszudrücken. Aber du stehst da und denkst, hör auf. Darum muss man sparsam sein, kann man nur den Tipp geben, benutze das Klopapier beidseitig, der Erfolg liegt auf der Hand. Ja, dann muss ich dir noch einen Sprung holen. Bist du ein alten Witz? Ja, das sind doch alte Goodies. Aber natürlich. Ach so, ja. Das ist doch eine kleine Maus. Ist das der Rollensprung? Ist das der Rollensprung? Nein, ist nicht der Rollensprung. Wenn alles nicht der Rollensprung ist. Dann ist es das, was ich vor kurzem beobachtet habe bei meiner Laufrunde rund um den Wienerwaldsee. Bei deiner Runde. Laufrunde. Hauptsache zu mir sagt, ich soll den Mund halten. Ja. Um eine Pfütze. Ja, Moment. Entschuldigung, ich wollte nicht. Ich mache das so wie der Marcel Hirscher. Ich muss immer zuerst im Gras gehen und muss mir ja den Parcours mal anschauen. Absolut. Nicht? Dann schlafst du mal drüber. Dann habe ich vergessen, wie es ausschaut. Ja, dann musst du nochmal gehen. Dann kann ich nochmal gehen. Ist der Wienerwaldsee da irgendwo so bei Pressbaum draußen? Das ist vollkommen richtig. Der ist ja ausgetrocknet. Stimmt. Das ist bravo, er hat es abgelöst. Der ist ja ausgetrocknet. Da kann man ja nicht mehr joggen. Gibt es den überhaupt noch? Sicher. Der ist gar nicht ausgetrocknet, der ist im Moment nur zugefroren. Nein. Ausgetrocknet ist er nicht. Also, okay. Ja, das ist ja das Trinkwasserbecken von Wien. Ne? Ja, wirklich? Ja. Stimmt, der Lauf. Gewesen. Ja, Entschuldige. Ja. Gewesen. Ja. Ist eine Pfütze. Ich glaube, das war's. Ja. Ich glaube auch. Nein. Also jedenfalls dort gibt es auch Leute, die nicht so wie ich nur gehen, sondern manche laufen und manche tun Inlineskaten rund um den Dom. Ja. Und da hat es vor mir einen ganz furchtbar zerbröselt, weil der hatte einen Sprung in einer dieser Rollen. Mhm.
Und dann habe ich gesagt, hoppala, gestolpert. Und er hat gesagt, nein, Rollensprung. Oh, schön, du kriegst deinen Bären wieder. Schöne Antwort. Ja. Es gab, oder ob es das noch gibt, ich habe keine Ahnung, wie Filme vorgeführt werden in Kinos, aber da, früher auf mehreren Rollen. Bravo. Ja. 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 Super. Das super. War's. Bravo. Ja, super. Ja, ich kann mir nein, ich hätte es nicht so am Punkt bringen können. Ich komme dort aus der Gegend und es gab in der Lenkbach mal ein Kino und wenn sich der Kurbler die Hand gebrochen hat, gab es keinen Film. Sag mal, wie alt bist du, der Kurbler? Habt ihr keinen Strom gehabt? Nein, aber ich weiß, was der Monika meint. Als die Bilder laufen lernt. Genau. Ja, nein, aber dann eine Rolle, ne? Dann gab es irgendwelche Anzeichen, zumindest für den Vorführer, der wusste, jetzt muss er die Rolle wechseln. Mhm. Ja? Und das war dann, wenn man das rechtzeitig, also oder nicht, je nachdem, das ist der Rollensprung bei der Kinovorführung. Ja, da gab es auf der Seite, glaube ich, immer so ein Kreiser. Ein Dreieck, ein Kreiserl oder irgend sowas. Und dann hat er gewusst, jetzt muss er 3, 2, 1 und dann hat Projekt er... Ja, ja, genau. Ja. Das ist der Rollensprung. Ja, das ist der Rollensprung. So aus vergangenen Kinovorführzeiten gefällt mir gut, aber leider falsch. Schade. Das gefällt mir eh alles ganz gut, ist leider nur irgendwo im Bereich der Legende angesiedelt und hat mich aber gut unterhalten. Also, so ja, mein Spaß. Sind wir schon knapp dran? War irgendwas dabei? Nein, überhaupt nicht. Aber ich möchte euch jetzt helfen. Könnt ihr euch an die Sendung vom 11. Dezember 2009 erinnern. Absolut. Sicher. Natürlich. Da hatten wir Sendung am 11. Wer war dabei? Dezember. Warst du, wer dabei war? Ihr alle nicht. Aber Rollen. Und deshalb glaube ich, dass ihr es wissen könnt, weil ich ja davon ausgehe, dass ihr als brave Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Sendung natürlich die Sendungen, wo ihr nicht dabei seid, anschaut. Das heißt, ihr habt auch ein Zeichnen, ich nehme alle auf. Ja, ja, eben, oder? Habt ihr es nicht gesehen am 11.? Ich spiele sie nach zu Hause mit den Goodies. So, und da kam die Frage vor in dieser Ausgabe, was ist eine Zehnernase? Eine was? Eine Zehnernase. Ihr habt es nicht gesehen? Nein, eine Zehnernase. Zehnernase. Die Schwester und vom Rollensprung. Eine defekte Zehnernase kann die Ursache für einen Rollensprung sein. Okay, das muss dann irgendwas aus der Laufbandindustrie sein. Aus der Laufbandindustrie. Ja, Zahnräder. Ja. Ja, irgendwas Technisches. Oder ja. Rolltreppe. Irgendwas Technisches. Zehnernase. Zehnernasen, das sind also diese Dinger da am Ende von der Rolltreppe. Eine Lack zum Beispiel, wenn man Lack zu viel Lack aufträgt, dann rinnt der runter und dann kriegt er eine Nase. Yeah. Ja? Okay. Je mehr Lack, desto Zehnernase. Okay. Also kann es eine Einsernase haben, auch Zweiernase. Ja? Da merkt man die Heimwerker. Und der Weinzettel-Lack-Index. Dann nimmt man vielleicht eine Rolle, um diese Nase wegzukriegen, die Zehnernase. Und die springt dann über die Zehnernase, wenn das überantrocknet ist, Rollensprung. Verstehst? Okay. Wenn die Zehnernase schon getrocknet ist, springt die Rolle drüber, über den Rollensprung über der Zehnernase. Rollensprung über Zehnernase. Ich habe es vollkommen cool kombiniert. Aber eine defekte Zehnernase kann die Ursache für einen Rollensprung sein. Wie bringst du das jetzt in den Einklang? Ja, wenn die Zehnernase sich das Nasenbein bricht. Monika, da kommst du nicht mehr aus. Okay, Ich komme jetzt erst drauf, manchmal flunkerst du, oder? Es ist nicht immer alles wahr, was du sagst, gell? Na, bei der Hamid hört man immer solche Geschichten und da denke ich mir, es wird stimmen. Zehnernase. Also Industrie, oder? Industrie. Na, sag das nochmal, Oma, weil da hast du wahrscheinlich recht. Industrie. Nein. Nein, das, was du davor gesagt hast. Rolltreppe. Du hast gesagt, Rolltreppe. Wo soll deine Zehnernase sein? Ganz am Schluss und ganz am Anfang. Zehnernase. Beim Schallplattenspieler, beim Grammophon, ist eine Nadel und die kann springen. Die Nadel kann springen. Wenn die springt. Die wird im Volksmund Nase genannt. Und wo gibt es jetzt eine Rolle, die wo drüber springen kann? Hä? Wir hatten vom Plattenspieler angefangen. Ja, aber früher bei den alten Grammophonen gab es ja wirklich diese Rollen, wo aufgezeichnet wurde. Das waren Walzen, glaube ich, oder? Ja, aber die hatten auch Rollen genannt. Also, natürlich. Also die weniger Gebildeten haben es Rolle genannt. Die hätten am Walze gesagt. Ist ja geil, nein, das sind wir nicht. Kommt auch der Walzer. Nein, die Rolltreppe stimmt nicht, ganz nein, am Ende. Nein, stimmt nicht. Okay, gut. Es ist die Zehnernase und jetzt, damit löse ich es eigentlich auf. Ja.
Die Zehnernase ist jenes kleine Stäbchen zwischen den Ziffern 9 und 0, die ein Nachbarrad mitdreht. Ich komme gar nicht drauf. Was ist los? Was? Bei der Bild? Uhr. Sag's auf Deutsch. Oder bei der Habt ihr schon mal, ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass die Wasser-, Stromzähler und Kilometerzähler so betrieben worden sind. Ah. Aber früher hast du im Auto so mechanische Kilometerzähler gehabt und keine digitalen Anzeigen. So. Und da rennt das Radl von 0, 1, ja. Und bei 9 kannst du nicht wieder nur auf 0, sondern es muss die Zehnerstelle, die Zehnermaße, nimmt den 1er mit. Ne? Und beim nächsten nimmt es den 2er mit. Das ist die Zehnermaße. Wenn das defekt ist, so springt die nächste Rolle. Wenn das defekt ist, dann springt gleich die nächste Rolle vielleicht schon, wenn Schmutz drin ist, wenn irgendwas verbogen ist, dann kommt 8 und dann dreht sich der schon weiter. Das muss aber nur ein Gaskassier wissen, also wir nicht, oder? Ja, aber das kann natürlich für dich sehr teuer werden, wenn du noch so einen Strom oder einen Gaszähler hast. Und dass der kaputte Zehnernase und eine Rolle springt in die andere. Ja, ist... Danke. Na, bitte. Ja, danke. Aber jetzt danke. Haben wir was gelernt, oder? Absolut. Jetzt haben wir was gelernt. Ja. Claudia Gottlieb aus Wien, wir verdanken ihr die Bereicherung mit einem 300 € Büchergutschein. Wollen wir das gleichen? So. Kommen wir zurück zur Maus, weil es geht ja um die wilde Maus, Josef Haders wilde Maus, das im Rahmen der Berlinale Weltpremiere haben wird. Die kleinen Nager sind ja normalerweise bei vielen Menschen nicht gerne gesehen. Ne? Also ich habe das letztens wieder erlebt in einem Bauernhoftheater, wo ein Mäuschen sich verirrt hat in der Garderobe. Heißer war das ein Spaß. So. Anfang des 18. Jahrhunderts, in wohlhabenden Kreisen in Mitteleuropa, waren Mäuse allerdings durchaus beliebt und das für einen ganz speziellen Zweck. Und ich möchte von euch wissen, wozu? Im wann, Entschuldigung? 18. Jahrhundert. 18. Jahrhundert. Als Handwärmer. In Taschen. Wenn es kalt war draußen, ja, hast du zwei Mäuse mitgehabt, eine links, eine rechts. Genau, und wenn du sich Fenster zusammengerückt hast, haben sie sich aufgeregt und sind noch wärmer geworden. Okay. Man muss dazu sagen, es waren wohlhabende Menschen, wenn ich das nicht eh schon gesagt habe. Wohlhabende Menschen, 18. Jahrhundert und Mäuse. Rechnen, ja. Vielleicht haben die selber gezüchtet, wenn sie einen Schal machen wollten. Das ist von meiner eigenen Mauszucht. Lecker. Na, aber die haben irgendwas angeknabbert oder irgendwas getan, was diese wohlhabenden Menschen gebraucht haben. Die haben was angeknabbert? Naja, was machen die sonst? Fressen und Gacki. Fressen und Gacki, ja. Ja, du machst auch nicht mehr. Oh, jetzt. Nein, ganz ruhig. Entschuldige. Wenn man es reduziert betrachtet. Bitte, Eva. Da bleibt mir jetzt aber die Spucke. Also ich will nicht husten, aber es war Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich da jetzt drauf sagen soll. Du kannst sagen, man kann nicht alle über den Kamm scheren. Manche essen viel und machen viel Kacken. Nein, ich glaube, man soll nicht von sich auf andere schließen. Nein, ich schlafe noch dazwischen. Gut, das ich machen. Wasche mich auch. Das machen die Mäuse aber auch. Das ist es. Ich wasche mich auch. Das haben ja die, glaube ich, im 18. Jahrhundert nicht so exzessiv betrieben. Und was haben sie dann mit den Mäusen gemacht? Rein ins Gewand und dann sind die immer dumm gerannt und du hast die mir nicht mehr selber kratzen müssen. Ein Mäusekratzer! Ein Mäusekratzer! Ja, ist gut. Ja, genau. Oder die Wohlhabenden haben Pizza bestellt und haben zum Pizzabäcker gesagt, wo ist denn da der Mais? Ja. Gut, aber jetzt kommt ein kleiner Hinweis. Diese Mäuse wurden vor allem von schönheitsbewussten Damen verwendet. Ach, vielleicht. Es gibt ja heute diese Kunststoffflaschis, wo man irgendeine Seife, dass das so richtig schäumt. Und auch der Kunststoff war ja noch nicht so in. Jetzt haben die Maus genommen, haben die ordentlich eingeschäumt und die bewegt sich ein bisschen. Und dann... Eine Seifenmaus? Eine Seifen, ja. Zur Körperreinigung? Ja. Ja. Okay, eine eingeseifte Maus zur Körperreinigung. Oder sie haben halt damals... Kann man einmal verwenden, weil dann ist... Waschen. Oder sie hatten Make-up. Aber noch keinen Schwamm dazu. Ja. Kannst da super die Maus verwenden.
Aber das heißt, die Maus müsste schon in einem Zustand sein, dem sie nicht mehr sehr viel sich bewegt. Also sagen wir mindestens ein Kift. Du hast sie ja vorher zum Handwärmen benutzt. Ja. Außerdem hast du nicht gesagt lebende Mäuse, oder? Habe ich nicht gesagt, nein. Mäuse. Haben die nicht Flöhe gehabt, die Menschen? Die Mäuse? Also nein. Die Menschen haben doch, ja. Haben's doch auch Blutsäcke mitgehabt. Vielleicht haben das manche grausig gefunden und gesagt, nein, ich nehme eine Maus lieber. Die Flöhe suchen sich den Ort der meisten Haare. Ich weiß es, ich bin Araber. Deswegen, eine Maus ist noch ein bisschen dichter behaart als ich und die Flöhe gehen alle zur Maus. Aha, okay, also quasi eine Flohmaus. Eine Flohmaus, okay. Seifenmaus, Flohmaus und so weiter. Gut, was war denn im 18. Jahrhundert, was war denn da angesagt? Ne? Also heute spricht jeder davon von der satten, gesunden Urlaubsbräune. Was war? Blässe. Ja, und auch die Haut wurde gebleicht, die Gesichtsbleiche. Also das was. Ja, nein, jetzt kommst man wieder mit den Schnecken im Gesicht. Nein, man hat die. Nein, ich komme mit den Mäusen im Gesicht. Nein, okay, das ist man besser. Hat aus Mäusen sehr kleine Sonnenschirme fertigen können. Nein. Nein, die haben vielleicht das runtergeschleckt. Die Gesichtsbleiche, was hat die Gesichtsbleiche verursacht? Mäusekot vielleicht. Nein, die Gesichtsbleiche. Was hat die Gesichtsbleiche, wenn sich das Gesicht dann bleichen lassen mit diversen Mittelchen und so weiter? Was hat das verursacht? Die Abwesenheit von Sonne. Nein, das waren sie rot im Gesicht, oder was? Nein, sie waren bleich im Gesicht, aber das haben sie natürlich bestimmt künstlich hergestellt. Ja, als Peeling-Maus. Nicht nur, sondern auch wurde das... Nein, da ging ihnen auch die Gesichtsbehaarung aus. Und dann haben sie das Mausel hergenommen, haben sich aus dem Fell Augenbrauen gemacht. Ne Sorge, ja. Aber das 18. Jahrhundert ist schon... Ja, ist was? Schon... Das ist ja jetzt sowieso total in. Alle tun sich da irgendwelche Augenbraunbuschen wieder implantieren. Aber nur so ein Stückerl, ne? Die haben sie ja ganze Maus. Ja, die konnte ruhig weiter. Die hat weiter gefressen. Ja, die hat ruhig weiterleben. Ja. Schwarz am Hänger. Es waren sogenannte Augenbrauen-Toupets. Ja. Ja. Die sich bewegt haben. Nein, die waren tot, die Mäuse. Dr. Günther Nenning hat das noch gehabt. Wer sich an den erinnern kann. Der Dr. Günther Nenning noch getragen. Der hat ein Mäusetoupet aus dem 18. Auch Jahrhundert. Unser voriger Bundespräsident hätte da mithalten können. Genau. Stimmt. Gut, ich bedanke mich bei Martina Wagner aus Salzburg für diese Frage mit einem 300 Euro Büchergutschein. Na, hätten wir dann... Meine Damen und Herren, und dann darf ich mich wie jede Woche vertrauensvoll an Sie wenden. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen mit ganz vielen neuen, frischen Fragen, mit lustigen Dingen der Woche. Die Adressen sind an dieser Stelle eingeblendet. Wir waren auch diese Woche wieder unterwegs, um jemanden zu bitten, die Frage für mein Rateteam zu stellen. Und diese Woche waren wir in Niederösterreich. Schönen guten Abend, ich bin Jan aus Guntramsdorf. Und meine Frage lautet, wer oder was ist ein Satellitenspritzer? Das gefällt mir. Ein Satellitenspritzer. Ja. Nach einem Satellitenspritzer fühlt sich die Frau himmlisch. Ach ja. Das war wieder außerirdisch gut. Nein, ich mag aber, wenn die Antworten nicht so weit hergeholt sind. Ja. Du bist kosmisch. Nicht von dieser Welt. Ja. Wenn es ein bisschen um die Ecke gedacht ist, dann ist ein bisschen, da gefällt es mir ein bisschen. Das ist gut. Aber ein Satellitenspritzer könnte sein, wenn du am Heiligen bist und der tut dann mit dem Siphon so von 1 Meter Entfernung einen Spritzer, einen Wein aufspritzen. Es kann natürlich auch sein, ja. Also wir haben erst unlängst mit einem Freund geredet, der gerade ein Haus gekauft hat, der muss eine Versicherung abschließen. Und das Lustige ist, er ist für 1,5 Millionen versichert, wenn ihm ein Satellit aufs Haus fällt, aber wenn die Kühltruhe ausfällt, nur für 10,09 €. Ich hätte gerne die Nummer von dem Versicherungsmakler, der ihm das eingeht. Das ist großartig, gell? Aber stell dir vor, das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Genau. Ist das, wo wohnt der? Was bei der Gegend irgendwo so direkt in einer Umlaufbahn? In deiner früheren Heimat. In meiner früheren Heimat? Nein, in einer Satellitenstadt. Das ist ja schön. Aber was Also,
So Satelliten verlassen ja ab und zu irgendwann, wenn es zu alt sind, drastisch oder ja, die Orientierung verloren ja, haben, die Umlaufbahn. Ja. Und so Satelliten kommen ja irgendwo wieder runter. Mhm. Ja. Ja. Und vielleicht, wenn man das verwechselt mit einer Sternschnuppe, ja, ja, so ein... Satelliten-Splitter. Danke. Ja. Das ist danke, Oma. Voll schau, eine Stern. Genau. Jetzt darfst du was wünschen. Ja. Ja. Ich wünsche mir, dass alle meine Probleme weg sind. Genau, das ist der Satellitenspritzer. Das ist gut, das ist nett, das gefällt mir, es unterhält mich, aber es ist nicht auf. Oder ist irgendein astronomisches Phänomen, wenn es dort oben irgendwo, irgendwelche, dort fliegen sehr viele Gesteine und so herum. Und wenn es die. Wo fliegen Gesteine? Im Weltall. Im Weltall, ja, ja, natürlich, klar. Und wenn es nicht zerreißt und kleine Partikel, kleine. Er schaut schon so. Ja, aber, ja, ja, nein, ich finde das gut, dass du also Gestein, also Weltall. Ist, was passiert dann? Dann wird das Satellit. Naja, und den, ich stelle mir das jetzt so vor, ne? Ja, na eh. Lass dir Zeit. Du hast ja sonst eh nichts zu. Im Moment mache ich ja keine meiner zwei Hauptaufgaben. Gott sei Dank. Weder noch. Na, und diesen Stein zerreißt und kleine Steinpartikel fliegen in diesen Satelliten hinein. Mhm. Die nennt man Satellitenspritzer. Wie fliegen die in den Satelliten hinein? Der ist ja meistens abgeschlossen. Aber vielleicht ist es ja die Sonne, die hat ja so Eruptionen und da geht ja alles durcheinander und wenn die so ihre elektrischen Wellen da ausschießt, dass das generell sämtliche Satelliten werden ja getroffen, die sind ja weit früher als wir hier auf der Erde und dass es da zu einem Gewitter da wird das GPS-Navigationssystem, ich glaube, genau, nennt man das Intubation, irgend so ähnlich. Genau. Ja, irgend so. Genau. Intubations. Nein, Intuberanzen. Sprung. Schüssel. Immer abgeschlossene Halbbildung. Weißt du? Ich glaube, wir sind... Inkontinent. Inkontinent. Ja. Ja, genau. Da sind wir wieder beim Spritzer. Da wollte ich hin. Ich glaube eben, wir sind im Toiletten. Wo sind wir schon wieder bei den Toiletten? Zur Inkontinenz. Da bist du noch zu jung. Wir sind im Toilettenwesen. Oje, ich bin schon in einem Alter, ich weiß, wovon du redest. Ja. Es gibt dann immer wieder... Nein, nicht der Satellitenspritzer, der kommt erst später. Ich weiß, ach so. Ja. Das ist diese andere Satellitenspritzer, das große, kleine, wenig, andere, große. Nein, ich meine... Moment, wovon redet ihr jetzt gerade? Du hast vorher auch nicht Deutsch gesprochen. Toilettenwesen, was ist das Toilettenwesen? Also, Toilettenwesen, weiß ich, aber es gibt ja oft die Diskussion, ja, beim Pinkeln stehen oder sitzen. Nein, da gibt es keine Diskussion. Es gibt Männer, die weigern sich unweigerlich beim Pinkeln sich auf ein Pissoir zu setzen, zum Beispiel. Ja, das stimmt, ja. Das ist ja was anderes. Soll es geben. Da liegen sie noch früher. Genau, und oh dann sagt der Mann nur, ich triff aber eh. Und dann sagt die Frau, na, aber das sind lauter Satellitenspritzer überall. Ich weiß, dass du triffst so grundsätzlich. Das sind diese kleinen Spritzer, von dem großen Spritzer die kleinen. Kein Goodie. Was sind deine Probleme? Ja. Diese Satellitenspritzer, du bist Gerold, in einem hast Alter. Du das gemeint? Das sind nicht meine Probleme, weil wie ihr ja gerade alle erfahren habt, sitze ich natürlich. Ein Jahr lang die ich habe mir ein Urinal angeschafft und stehe. Wie? Ich habe mein Urinal angeschafft und stehe. Ja, Edge. Bitte, kannst du auch machen. Ja, ich habe noch nicht so Schwierigkeiten wie du beim Aufstehen. Also na, man kann doch hängen. Also, viele Möglichkeiten. Gut, alles schön, alles gut. Nichts richtig. Nichts richtig. Übersetzung Satellit, lateinisch für Begleiter, Leibwächter. Hm. Gut, hilft euch das? Und der spritzt. Der Begleiter, der spritzt. Eine Spritzpistole. Ein Leibwächter. Ein aber im Endeffekt hat der Oma mit seiner Spritzerei da
eh schon eine richtige Spur gelegt. Nein, es ist eine richtige Richtung vorgelegt. Das heißt, Flüssigkeit trifft irgendwo hin und spritzt dann weg. Ja. Und es geht aber nicht um kein Harren. Es geht nicht um das Toilettenwesen. Genau, ja. Springbrunnen. Begleiter? Nein, eine Flüssigkeit trifft wohin und irgendwo spritzt weg. Und ja, das genau. Satellit. Das ist im Wirtshaus, wenn du den Schnitzel bestellst und die Zitrone auspresst, kriegt immer irgendeiner einen Satellitenspritzer drauf. Okay, das Schlechte. Oder? Und zwar der Begleiter oder der Leibwächter? Ja, genau. Kriegt die Zitrone ins Auge. Genau. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir fragen... Entschuldige, ich kenne auch Leute, die auf der Bühne Satellitenspritzer verursachen. Also du sitzt in der ersten Reihe und schaust dir nur zu, hast aber auch dauernd irgendeinen Satellitenspritzer, weil der deutlich spricht. Und wenn du deutlich sprichst, schlatzt halt einfach. Ja, und das ist, nachdem man selten einen Schirm in der ersten Reihe mit hat, jetzt kriegst du... Das ist auch nicht gemeint. Nein, entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nein, kein Problem. Ich wollte einfach weitergeben an den Jan aus Guntramsdorf. Und der sagt uns jetzt, was ein Satellitenspritzer ist. Satellitenspritzer entstehen, wenn Flüssigkeiten auf den Boden tropfen. Die Tropfen zerplatzen und erzeugen am Boden die sogenannten Satellitenspritzer. Forensiker können beispielsweise bei Blutstropfen an den Satellitenspritzern erkennen, in welche Richtung sich die oder der Blutende bewegt hat. Na, schön. Gut erklärt, danke schön, Jan. Wollten wir das wissen? So. Gut. Ja. Bist du unzufrieden? Das hätte man wissen müssen. Na, müssen. Ja, können. Ist auf der Hand gelegen, ja, praktisch. Total. Er war eh knapp dran eigentlich. Ja. Eigentlich hat er es gehabt. So, wir freuen uns aber nächste Woche auf etwas ganz etwas anderes. Und zwar auf den Donnerstag, auf den 16. Februar. Das müsst ihr euch schon alle jetzt rot im Kalender anstreichen. Weil da präsentiert Gerold Rudle, sein neues Solo-Programm, das da heißt... Captain Rudle! Herrlich. Es ist auch ein großartiges Programm. Ich habe schon gesehen, es ist wirklich echt empfehlenswert. Wieso hast du das schon gesehen? Weil er mir es vorgespielt hat. Ja, die Monika kennt es noch nicht. Er hat gesagt, für sie ist es eine Überraschung. Gibt's schon alles. Und es ist wirklich toll. Gratuliere. Aber bist, Solo, wieso? Was war bist... Monika? Wieso? Eben, darum ist für sie eine Überraschung. Das kann nicht nur wegen am Steglo sein. Nein, natürlich nicht. Nein, das hat mit dem Sitzklot gar nichts zu tun, sondern hier und da habe ich Lust, auch mal alleine auf die Bühne zu gehen. Wobei ich ja einen Musiker mit habe, Markus Maragetta. Und ich werde, die Monika sagt immer, Gerald, du bist so ein Würstel. Und dann habe ich mir gedacht, na, gib ich auch meinen Senf dazu. Wunderbar. Wir freuen uns auf Captain Rudle ab 16.02. im Wiener Casanova. Und euer Programm geht weiter, das Tourprogramm. Ich kann das erklären. Und wir kommen zur nächsten Frage. Nein, wir kommen zum... Oh, Ding der Woche. Ding der Woche. Genau, weil das hat der Gerold so gern. Ja. Ich weiß. Wollen wir mal bei dir anfangen? Nein, machen wir nicht. Wir bleiben. Also liebgewordene Gewohnheiten nicht brechen. Ich zeige Ihnen das jetzt schon einmal so mit einem Insert. Ja, okay. Also für ein paar Profis unter Ihnen, die werden sofort laut aufschreien. Ja, das kenne ich doch. Das weiß doch jeder. Ich bin sehr gespannt. So, egal, was das ist, ich werde es nicht verstehen. Oh ja, das verstehst du. Das glaubst verstehst du? Das ist ganz... Vielen herzlichen Dank. Bitte gerne. Es ist also, besteht aus zwei Holzstückeln. Mhm. Das Hartholz würde also wunderbar brennen. Also wenn man nicht weiß, wofür es ist. Ist wahrscheinlich aber auch imprägniert. Ja, das ist mir wurscht. Ja, du meinst wegen der Abgase dann, oder was? Nein, aber du kannst das Holz so bearbeiten, dass es nicht brennt. Das sicher nicht, das brennt. Das brennt. Und wer Feuerzeug? Nein! Und da sind so Einfräsungen, da sind 1, 2, 3, 4, 5 kleine Löchlein und da sind zwei große, verbunden mit einem sehr massiven Gurt. Mhm. Also der Gurt muss was aushalten. Zeig's uns auch. Komm, ja, komm, zeig's uns. Der muss was aushalten, also der ist verstellbar. Ja. Also der muss ein Gewicht tragen. Ja. Also für so eine Foltergeschichte nicht schlagen, glaube ich, ist es klar. Vor allem, was wäre das andere dann? Na, das ist die... Mir fiel was ein, aber ich sag's nicht. Nein, so, jetzt will ich. Wahrscheinlich Richtung Kamera. Das und da. Aber warum 5 und da 2? Weil sich das verjüngt nach oben.
Und warum muss das dann so stark? Das ginge nicht mit einem Bindfaden, gell? No. Nein, das muss so. Das muss so. Das muss so sein. Genau. Drüber hängen. Genau. Ja, das ja. Ist zur immer Not geht das immer. Aufsetzen, umhängen. Genau. Aber das Schlimmste ist, es steht dir. Also ja, ja, eben. Da kommt man garantiert im Jahresrückblick vor. Ja, zusammen. Im Best-of. Du musst irgendwas Depperts aufsetzen, ja, genau. Und schon bist drinnen. Herbert Steinböck setzt das Ding der Woche auf. Genau, und glückt schon. Ende 2017 bist dabei. Ja! Du hast es geschafft. So, jetzt tue ich es wieder runter. Mhm. Ne? Na, dazu bist du ziemlich anderslos. Bist du fertig? Ah, du weißt das, oder was? Ich habe mir gedacht, wir sind zu zweit humorlos. Du hilfst mir im Nichtwissen. Gib die Brille weg davor, bitte. Dann ja, okay. Lass mal schön. Siehst du was ohne Brille? Also das muss man ja verstellen können. Ja, aber ja, du genau. Musst es jetzt nicht verstellen, um also das. Nein. So ich, wie ich es gesehen habe, zum ersten Mal habe ich gedacht, dass man da Weinflaschen ja, einklemmt. Mhm. Und ja. Dass die halt dann irgendwie. Ist zu klein für Stamperl. Aber das ist wieder, das irritiert mich dann wieder. Ja. Und das hat jetzt hier nochmal kleine. Mhm. Ja, das ja ist, glaube ich, von dieser Fräse. Nase. Von das, glaube ich, hat nichts zu erzählen. Glaubst du nicht? Nein. Was hat nichts zu erzählen? Die sind ja nochmal kleiner, noch kleinere Löcher. Ah, na, das hat, glaube ich, einen Sinn. Diese ganz kleinen, ja, du könntest hier 5 Stricknadeln hinein. Ja, genau. Und? Und da? 2 Stricknadeln. Ja. Die Eltern. Strickpfosten. Die Eltern. Mama und Papa. Es ist ein faszinierendes Ding der Woche, weil ich weiß eines. Wenn die Auflösung kommt, habt ihr alle ein ach so, es ist völlig können. Logisch und es ist wirklich ein sehr sinnvolles Ding der Woche. Ich kann es nicht verwenden. Ich bin viel zu untalentiert dafür, dass ich das verwenden könnte. Ah. Man singt damit. Ja. Nein, aber was anderes. Man macht Musik, man, hat ja. man klopft einen Rhythmus. Ja, genau. Das kannst du ja nur mit so einem Ding machen. Das, mit Trommel wäre es sinnlos. Du bist dafür zu untalentiert. Nein, für das, wofür ich es verwende. Ah, gibt's es das überhaupt, Oliver? So bin ich zu dir. Ja. Es gibt irgendwie solche Klötzchen, das weiß ich, für die Cellisten, dass das Cello mit dem Spitz unten, dass das nicht wegrutscht. Ja, wieso soll das dann nicht wegrutschen? Das Cello? Sehr gescheit. Sehr ja, wenn das dann so unten steht, dass es... Und das da gibst du denn das Sesselbein hinein. Sehr genau. Sesselbein. Jawohl. Bravo, aufgelöst. Also, bitteschön. Vollkommen richtig. Herr Berg! Vollkommen richtig. Naja. Aber schön, dass euch der Hinweis geholfen hat, dass ich dafür zu untalentiert ja, bin. Das ist das war's. Es muss was mit Musik zu tun haben. Es ja, muss na. Was mit Kunst zu tun nein, haben. Nein, jetzt bitte nicht sein, da war uns noch viel anderes eingefallen. Das allein war es nicht. Aber, da sieht man, dass man immer glaubt, die Musiker sind ein bisschen angesoffen, weil es hat 5 so Löcher, dass der... Wo ist irgendein... Ja. Irgendeins erwischt. Jetzt nur um den Abstand. Na geh. Man sieht es eh am Bild. Achso, ja. Ja, genau. Danke. Gut, Stachelbrett heißt das und ist eben zur Cello-Halterung und es geht darum, dass du, wenn du zu Hause übst, dass du den Parkettboden schonen kannst, etc. etc. Ich glaube, es ist euch alles klar. Anita Tilk aus Bad Ischl bekommt einen 300 € Bio-Gutschein für das Ding der Woche. Dankeschön. So, wie viele Berlinale? Der Parkettboden wird geschont, die Nachbarn nicht. Nö. Du, hier habe ich noch 3 Berlinale-Goodies. Josef Haders Wilde Maus läuft eben nächste Woche im offiziellen Wettbewerb. Toi, 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 wir drücken die Daumen. Und wir haben Josef Hader, der zum ersten Mal eben als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller in Personalunion fungiert, gebeten, dass er uns heute die Promi-Frage stellt. Wir freuen uns. Einen schönen guten Abend. Es geht in der Frage auch um eine Maus.
Ja, es gibt die wilde Maus, die Hausmaus, die Feldmaus, die Sendung mit der Maus und die Kirchenmaus. Und die Kirchenmaus ist bekanntlich sehr arm. Woher stammt die Redewendung arm wie eine Kirchenmaus? Wie, woher? Aus der Kirche? Naja, warum ist arm wie eine Kirchenmaus? Wieso? Weil in der Kirche gibt es nichts. Da werden ja keine Lebensmittel. Außer Weihwasser. Außer Weihwasser und die Hostien. Die hat nichts zum Fressen. In einer Kirche ist eine Maus total auf verlorenen Posten. Okay, das heißt, ich nehme jetzt alles zurück und entschuldige mich offiziell für, dass du nichts anderes kannst außer Klaxi und Ding und so weiter. Fragen wir Josef Hader, was die richtige Antwort ist. Die Kirchenmaus ist deswegen angeblich so arm, weil eine Kirche die einzige Behausung ist, wo es keine Küche gibt, kein Speis, wo es nur Hostien gibt und Messweih und der ist gut eingesperrt. Das heißt, es gibt nichts für die arme Kirchenmaus in einer Kirche. Ja, ich nehme alles zurück. Ziemlich gar, oder? Verneige mich. Oh, okay. Danke, ihr wart ein hervorragendes Rateteam. Schöne Sendung, danke bei Ihnen hier im Saal. Und bei Ihnen zu Hause möchte ich mich auch verabschieden. Bleiben Sie dran, es zahlt sich aus. Jugendsünden und so weiter heißt die Sendung in der heutigen Ausgabe. Gleich nochmal Josef Hader gemeinsam mit Alfred Dorfer. Ein Wiedersehen gibt es am nächsten Freitag, wenn was gibt es Neues. Schönes Wochenende.